Auf geht es, das erste Mal hier in Polen auf Karpfen. Abgefahren wird das. Ich habe mir richtig dicke, fette Karpfenruten gegönnt und jetzt ziehen wir sie raus, die Brocken. Also, los geht es. Ich habe zurzeit leider nur zwei Ruten. Zwei Grundruten habe ich mir geholt und mit diesen Grundruten geht es ab. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Rutenständer, einen Rodpod, zwei Grundruten dazu, auch ganz praktisch und ganz schick hier gemacht. Man kann die quasi hier jetzt einzeln anwählen, indem man sie jetzt hier anschaut, die Ruten, oder einfach mit den Nummern dann einfach anwählen. Und das funktioniert richtig gut. Und wenn man dann die Route in der Hand hat, kann man sie eben hier mit E, wenn man das drückt, dann auch wieder ablegen. Und da geht auch gerade einer rein wieder, oder? Da zuppelt auch ein bisschen was. Ich probiere mal, ob wir den angeschlagen bekommen. Ja, kriegen wir. Und er surrt und die Bremse quietscht ein wenig, aber wir kriegen sie ran. Relativ kurz, diese Prügel hier, aber massiv, kann ich dir sagen. Richtig schöne Brocken, diese Ruten, gucken wir uns gleich im Detail an. Und da sehen wir dann auch den ersten schönen hier, einen Graskarpfen. Schöner Amur, weißer Amur mit knapp 10 Kilo, 88 Zentimeter lang. 50 Ocken gibt es dafür, gar nicht so schlecht. Und das einfach nur auf den ganz simplen Brotköder, dem Gratisköder. Heißt also, wenn man mal ein bisschen Kohle machen will, zack, hier ab auf Karpfen. Und vor allem XP-se macht man ja auch. Wir können mal, oder ich werfe erstmal eben aus. Ich habe das jetzt hier so mit der rechten Maustaste ungefähr so auf diese Entfernung immer hier. Zack. Und dann wieder raus damit. Absinken lassen so ein bisschen. So. Und dann bügeln natürlich wieder zu. Und dann legen wir die Rute hier einfach ab. So. Ja. So lübt das schon ganz gut. Ja, und wie gesagt, wenn man hier schaut im Shop unter Köder, unter Naturköder, sehen wir ja hier Brot for free. Zack, 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 kaufen wir uns direkt noch ein bisschen. Teig kaufe ich aber auch noch mal ein bisschen. Auch gar nicht so schlecht, vielleicht sogar noch ein bisschen Käse. Je nachdem, was für ein Level, oder Mais hier. Zack, und Erbse geht auch bestimmt auch noch. Also, wir können hier richtig schön shoppen gehen. Da geht auch bestimmt noch einiges. Einfach jetzt hier verschiedenste Köder auch ein bisschen testen und probieren, was denn da so geht. Wenn man sich das so anschaut, ist es vielleicht ein bisschen befremdlich oder ein bisschen eigenartig. Die Ruten, die zuppeln da die ganze Zeit rum. Das ist tatsächlich die normale Bewegung gerade. Also dieses ständige Rumgeflackere, die flackern so rum, als ob die, keine Ahnung, 2-3 Gramm nur aushalten würden. Das sind schon massive Prügel. Ich glaube, ich nehme diese Rute einfach nochmal eben hier in die Hand. Beziehungsweise, ich glaube, man kann die auch so anschauen, ne? Gucken wir nochmal eben hier. Inventar, genau, wir können die ja so anschauen. Also, das sind die Prügel hier. Das ist die Rute. Im Detail geht es gerade nicht, aber hier sehen wir an der Seite eben, das ist eine Universalrute mit einer Stärke von 31,2 Kilo, 2,70 Meter nur kurz, Wurfgewicht 140 Gramm bis 250 Gramm, also richtig massive Prügel. Wir können uns auch mal eben hier im Geschäft anschauen, bei den Routen, bei den Universalrouten, und dann ist es diese hier. Ja, im Moment ist es ein bisschen schwierig für mich, sowas kaufen zu können. Ich bin halt relativ blank nach dem Shoppen gehen. Aber in Kiel konnte man halt richtig gut Kohle machen mit dem Spinning. Und das habe ich dann direkt umgesetzt. Ungefähr 20.000 mit allem drum und dran. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe ja noch ein bisschen Kohle gemacht. Also diese Rute. Und dazu habe ich genommen von den Angelrollen. Wir hatten ja schon uns einmal dieses Level 14 Set gekauft. Und da gibt es diese hier, die rote, diese Rolle bei dem Level 14 Set dazu. Mit einer Tragfähigkeit oder einer Bremskraft von 18 Kilo.
Die habe ich mir jetzt auch nochmal geholt. Das heißt, ich habe jetzt zweimal diese Route mit 18 Kilo Bremskraft. Reicht bisher ziemlich gut sogar aus für sowas. Ja, ich würde sagen, gutes Mittelfeld. Und danach geht es dann eben weiter auf dieses Schmuckstück hier. 35 Kilo Bremskraft. Das braucht aber noch ein bisschen Zeit. Also, das ist jetzt hier so mein Zwischenschritt. Es ist eine 10.000er Rolle. Kostet ungefähr $10.000. Also, das passt schon mal ganz gut. Patara 10.000. Genau. Ja, die sind da drauf und dann natürlich dementsprechend nochmal eine Schnur. Ich habe hier, glaube ich, jetzt Fluorocarbon, müsste es sein, genau. Fluorocarbon mit 20 Kilo Tragfähigkeit, kostet auch nochmal wieder $100. Also ordentlich Kohle ausgegeben, aber die Kohle kommt ja auch wieder rein. Man muss allerdings sagen, bisher ist es nicht so viel, was da an Dollaris oder an Euro wieder reinkommt, wie mit dem Spinning. Man kann natürlich jetzt, ich habe auf V1 immer noch jetzt hier die Spinning-Route, musste hier natürlich jetzt aufgrund von finanziellen Engpässen das etwas kleinere Setup drauf machen. Das heißt, ich habe hier nur diese ganz kleine Rolle mit 4,5 Kilo an Bremskraft. Aber auch damit kann man natürlich dann hier noch nebenbei weitermachen. Das Gute ist, wenn man hier weiter durchzieht und dann hier schön entspannt, wie bisher auch mit dem Spinning. Na, da haben wir wieder den Fisch oben in der Ecke, der wird schön grün, dann lüpft das ganz gut. Zwischendurch vielleicht mal ein paar Pausen machen. Wenn dann hier die Grundrouten anfangen zu zuppeln, dann kann man auch die Spinning-Route hier aufs Rodpod ablegen, greift sich dann die Grundroute und kann den Fisch dann rausziehen. Ja, die große Frage ist natürlich jetzt, mit welchem Köder zieht man hier am besten die Brocken raus? Wie gesagt, gerade auf Brot war schon gar nicht so schlecht. Wir können ja gleich mal nochmal in den Kescher reingucken. Schon ein paar Amur hatte ich gefangen. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Barbe hatte ich auch schon dran, auch nicht so schlecht. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Schuppenkarpfen, Wildkarpfen, Spiegelkarpfen. Also die ganzen Kandidaten hatten wir bisher schon hier dran. Das schmeckt zumindest schon mal. Macht schon mal richtig Bock. Und guck mal, da geht der nächste ran. Ablegen, zack, auf die 3 greifen. Rechte Maustaste hochziehen hier. Linke Maustaste und wir gehen in den Drill. Ich stelle den Routenhalter extra so ein bisschen schräg ab, damit man dieses Umbiegen der Route schneller sieht. So. Ich kann das ja gleich nochmal. Und der nächste Graser. Sehr schön. Auch wieder knapp 9 Kilo. Ein Stern jetzt nur. Sehr schön. Mitgenommen. Ich packe das mal eben ein. Und dann machen wir, wir platzieren das mal eben hier mit dem Rodpod, wie das denn so funktioniert. So, auch den wieder einpacken. Und dann nehmen wir hier die dritte oder die erste Route auch nochmal. Mal eben kurz rein damit. Und dann gebe ich ihn. Das Coole ist beim Rodpod, man kann den auch noch upgraden sozusagen. Aber auch da, dafür fehlen mir gerade die Kröten. Wir schauen uns das gerade nochmal eben an. Im Geschäft unter Zubehör, hocke ich gerade direkt davor. Unter Zubehör findet man dann die Rodpods. Ich habe mir das Teil tatsächlich gar nicht angeschaut im Detail. Der einfache Routenständer, okay. Ansonsten eben unter Zubehör, hier ist das Gerät. Ich meine, kostet 2500, hat man eben mit 2, 3, 4 Fischen ratzfatz wieder reingeangelt. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt. Zumindest wenn man in Kiel die großen Brocken rauszieht. Ja, upgraden kann man das und da wird es dann schon teuer. Mit diesen Alarm, mit diesen Piepern hier. Habe ich noch nicht gemacht. Die 6000, die fehlen mir gerade noch. Aber kommt auf jeden Fall. Wenn man dann, wie gesagt, dieses Rodpod hier hat, geht man dann eben, ich heb das mal eben auf, so, ins Inventar, unter Zubehör. Und dann haben wir das hier. Und hier können wir dann, wie gesagt, auch noch die Slots belegen mit diesen kleinen Alarmanlagen. Und ja, dann benutzen wir das Ganze hier. Und wir sehen dann, hier ist zum Beispiel jetzt gerade rot, hier können wir es nicht abstellen, aber ab hier wird es grün. Und ich hatte mir halt gedacht, wenn ich das jetzt so hinstelle, das waren dann auch meine ersten Erfahrungen damit, man stellt es dann hier ab, na, man kann es sogar relativ weit, guck mal hier, Alter. Wir können das sogar hier ins, ah, guck mal da, dann steht es hier so halb.
und wieder umstellen. Aber man sieht nicht so ganz gut, wenn jetzt die Rutenspitze einfach nur so ein bisschen sich nach vorne neigt, dann sieht man es halt so ein bisschen schlecht. Wenn man das jetzt hier so schräg hinstellt, ist das gar nicht so verkehrt. Zack. Jetzt steht da schräg der Rodport. Dann hauen wir die Ruten raus. Auch hier machen wir wieder... Oha. Jetzt eiert das hier so ein bisschen. So, ich werfe mal nicht ganz so weit raus. Und dann machen wir wieder gezielt direkt hier vorne an die Seerosen. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt hier immer noch den Brotteig. So, zack. Einfach locker raus damit, mit dem Brotköder absinken lassen. Das sinkt auch immer noch so ein bisschen, das ist ein bisschen eigenartig. Das heißt also, das Blei hat nicht so einen Grundeffekt sozusagen, sondern das Blei fällt durch und der Korb sozusagen, der bleibt dann da liegen. Ist ein bisschen eigenartig, aber Hauptsache es funktioniert, ist ja wurscht, wird wahrscheinlich irgendwann noch behoben. So, ablegen, also Bügel ist zu, genau, ablegen natürlich. Und dann haben wir das. Nächste Route, da habe ich jetzt nochmal den Teig drauf. Auch gar nicht verkehrt, hat auch schon gut geliefert hier. Einfach nur Teig. Beim Teig stehen auch hier einige Infos, bla bla bla. Fast alle Arten von Karpfen. Wichtige Konsistenz, bla bla bla, weiche Konsistenz und so weiter. Ja, also funktioniert oder eben hier sowas wie Erbs oder sowas, Karausch und Rotauge, Käse für Barbe wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Was haben wir denn noch hier? Döbel und Co. Haben wir noch irgendwas? Gehen wir mal auf natürlich hier oben. Erbse hatten wir gerade schon. Brasse, Karausch und Rotauge, Mais, Brasse, Amur und Karpfen. Nehmen wir mal Mais. Ich nehme mal das Maiskorn. Gucken wir mal, was da jetzt geht. Ob das vielleicht eine bessere Frequenz sogar noch liefert hier. Das wäre doch super. So, und dann machen wir das hier so vorne hin. Zack, auf entspannt, runter absinken lassen. So, Bügel wieder zu und ablegen. Ja, das ist so die entspannteste Angelmethode, würde ich sagen. Dann kommt natürlich irgendwann noch die dritte Rute dazu. Und alles ist gut. Wir gucken mal eben kurz rein hier in den Kescher. Ich würde sagen, so von der Frequenz, wenn man hier mit drei Ruten steht, könnte das von der Frequenz her auch gut sein. Ich stand damit auch schon in Kiel, habe auch in Kiel damit ein bisschen geangelt. Da sind einige Welse reingegangen auf Grund, war auch gar nicht so schlecht. Ich versuchte aber immer noch so eine Stelle für die Plattfische. Das wäre halt richtig cool, wenn man die gezielt auf Grund mit einem passenden Köder rausziehen könnte. Wäre das richtig geil. Wenn du vielleicht schon eine Stelle kennst oder einen Köder kennst, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Das hilft auch anderen und mir natürlich. Ich werde das auf jeden Fall testen. Ja, genau. Wir gucken mal eben kurz rein in den, hoppala, in den Kescher. Zack, und da sieht man eben, wie schön sich das eben zur Seite wegbiegt. Man sieht das halt sofort, dass da was dran ist. So, übrigens von den Einstellungen her, ne, bei dem Setup jetzt gerade hier, Zug relativ klein, Einholgeschwindigkeit maximal, die müssen wir jetzt hier gar nicht ändern. Schön, der nächste kleine Karpfen. Sehr schön. Zwei Sterne leider nur, aber immerhin knappe oder 11,5 Kilo sogar. Kann man machen. Kann man machen, den Karpfen. Sehr gut, ey. Also direkt wieder raus damit auf den Brotköder. Ich werfe mal wieder ein bisschen weiter. So, zack. Genau ausjustiert, genau bis da vorne hin. Absinken lassen. Bügel zu und hinstellen. Jo, schmeckt. Finde ich gar nicht so schlecht. Genau. Gucken wir mal rein hier ins Netz. Wir haben jetzt hier, mittlerweile schon auf Level 10 hier das Netz sogar. 150 Kilo Tragfähigkeit. 100 Kilo sind sogar schon drin. Und ich gucke mal, ob wir das irgendwie sortieren können. Ich glaube nicht. Aber wenn wir hier schauen, so von den Gewichten her. Spiegelkarpfen, Graskarpfen hier. Guck mal da. Spiegelkarpfen mit, Alter, da ist er. Sehr schön. 17 Kilo. Das ist doch mal ein schöner Brocken. Schöner Spiegler. Sehr gut. Was haben wir denn noch? Graskarpfen mit 15. Das hatten wir ja gerade schon gesehen. Schöner weißer Amur. Sehr gut. Passt auch. Was hatten wir noch? Eine Barbe hier mit 4. Graskarpfen hatten wir schon eine andere Barbe. 11 Kilo Karpfen. Der ganz normale. Auch nicht verkehrt. Ganz normaler Schuppi.
Sehr gut. Graskarpfen und Barbe tatsächlich auch. Barbe ist ja auch immer sehr, sehr geil. Auch ganz schick gemacht. Passt doch echt ganz gut. Ja, so moog wie dat. Das ist gerade der Kescher. Ungefähr $700 zusammengefangen schon mittlerweile. Guck mal, Rapfen, genau. Rapfen beim Spinning vorhin ja auch noch reingegangen. Da muss ich noch mal ein bisschen mehr auf Rapfen hier probieren. Die würde ich ja auch gerne noch fangen hier. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, also mit 3 Ruten, glaube ich, kriegt man hier eine ganz gute Frequenz hin. Mit 2 Ruten ist es, oh, ist es tatsächlich vielleicht ein bisschen wenig manchmal. Also man hat so ein bisschen Downtime, ne? Also wirklich so, dass man sagt, okay, jetzt könnte aber mal wieder einer reingehen. Zack. Alter, der nächste Graser. 12 Kilo auch schwer. 115 XP, 60 Ocken, $60 bekommen dafür. Schöner Brocken. So soll das sein. Genau so soll das sein. Und da geht die nächste rein. Bevor ich auswerfe, ablegen schnell. Die 2 hochnehmen. Zack. Und direkt anschlagen. Ich weiß gar nicht, wie lang die da rumzuppeln. Ich glaube, es ist nicht so lang. Es ist nicht so lang, dass die da rumzuppeln und an der Route bleiben. Irgendwann hauen sie halt wieder ab, die Brocken. Genau, 6 Kilo. Das ist noch ein kleiner. Ist aber auch natürlich jetzt hier der billigste Köder, ne? Also wenn ich das so überlege, dafür, dass es der billigste Köder ist, ist das gar nicht so schlecht. Ich hatte in Kiel auch schon mit dem Setup hier mit Lebendköder probiert. Und da kauft man sich für $10 einen Lebendköder. Dann muss man natürlich schon rechnen, aber auch das ist gar nicht so schlecht. Das rechnet sich trotz allem, denn wenn man hier, gucken wir mal eben, wo ist das Ding? Da ist sie, die Uckelei. Wenn man die als Köder mit drauf macht, Zander, Rapfen, Döbel und so weiter. Könnte ich eigentlich mal testen, oder? Zander, Rapfen und Co. Wir testen das einfach mal hier. Wir testen das einfach mal hier. Ich gehe mal eben zurück. Ich mache hier den Live-Bait. Genau, diesen Hook machen wir drauf. Wobei, machen wir mal in Größe 1. Wäre vielleicht schon ein bisschen groß. Ja doch, machen wir mal. Größe 1 machen wir diesen und dann machen wir die Uckelei hier drauf. Da bin ich ja gespannt, ob hier nicht nur Karpfen geht, sondern vielleicht auch noch was anderes. Da werfe ich aber ein bisschen weiter für aus. Mal so schön mittig rein. Zack. Hat, wie gesagt, in Kiel schon gut funktioniert. Da ist schon einiges drauf reingegangen, auf den Köder. Und dann sinkt er jetzt hier wieder so schön ab. Und liegt jetzt hier flach. Da schwimmt da der kleine Fisch. Liegt er jetzt hier rum. Gucken wir halt mal, wie das dann geht. Zack, zumachen, ablegen. So, jetzt hier direkt wieder das Maiskorn raus. Das hat relativ schnell geliefert und auch in der großen, in der guten Größe. Wobei, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Inventory. Auf der 3 habe ich hier einen 6er Haken nur. Weißt du was, das ändern wir mal. Wir versuchen mal auf größere Brocken. Inventory, haben wir nicht noch einen 1er Haken? Das ist ein 16er, 8er, 1er Haken. Hier, den nehmen wir jetzt. Maiskorn bleibt dran. Und dann versuchen wir jetzt mal auf den großen. Irgendwo hängt es hier. Na. Irgendwie bleibt es da so ein bisschen hängen. Und dann werfen wir nochmal gezielt hier vorne aus. Schön ufernah. Auf die Graser mit dem Maiskorn. So, jetzt hier mit der rechten Maustaste. Und dann so in diesem Bereich. Zack. Jawohl. Cool. Macht Spaß. Finde ich ganz geil gelöst. Auch dieses gezielte Angeln, dass man das dann genau an die und die Position hinstellt. Das passt doch ganz gut. So, ja, und jetzt heißt es wieder abwarten und gucken, was so reingeht. Bisher, wie gesagt, bin ich echt zufrieden. Wie gesagt, wenn du noch ein paar Spots kennst, ach so, apropos Spots, ich bin hier an dieser Stelle, direkt neben der 5, ganz in der Nähe hier in diesem Bereich. Genau, und dann, wie gesagt, hier so locker, flockig aus dem Handgelenk rausgeworfen. Aber das ist bisher gar nicht so schlecht. Vielleicht teste ich da hinten auch nochmal. Das sieht ja auch ganz gut aus. Hier so ein bisschen verschlonzt mit den Seerosen und so. Oder vielleicht sogar hier auch eine gute Idee, ne? Der Klappstuhl steht schon direkt bereit.
Gar nicht schlecht. Ja, werde ich auf jeden Fall mal testen, die ganzen Bereiche und noch ein bisschen mehr hier auch an dem Gewässer und natürlich auch an den folgenden Gewässern gucken, was es da noch so an besonderen Fischen gibt, die man so rausziehen kann. Also, ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch weiter. Petri, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri.